We're here at Jam FM. What are we doing here? We're having a little interview and we're playing, what is it called again? Stuff people want to know on Google. So, wie sind die Elevator Boys entstanden? Wir kennen uns alle schon ziemlich lang. Luis und ich kennen schon 10 Jahre. Und dann haben wir so vor 3 Jahren circa, haben uns so zusammengefunden, haben alle individuell mit Social Media angefangen. Haben uns dann mal getroffen, wurden irgendwie voll schnell Freunde, haben auch direkt den ersten Tag bei Jakob gepennt und dann gemeinsam Videos gedreht. Und zufällig liefen Aufzugvideos sehr gut, woraufhin die Community uns dann als die Elevator Boys gebrandet haben. Und dann sind wir so 3 Monate später, dachten wir uns, komm, jetzt treffen wir uns nicht mehr bei mir im Kinderzimmer oder im Aufzug irgendwo, sondern sind 4 Wochen zusammengekommen. Gezogen. Jetzt wurden aus den 4 Wochen 2,5 Jahre aktuell. Also wo kommen wir her? Frankfurt, 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 Nürnberg. 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 Alle Frankfurt außer Julian. Mal einen hessischen Akzent raus, bitte. Alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klauen alle Aschebecher. Stark, das beantwortet die Frage. Rule Me Elevator Boys, wer singt was? Und ich glaube, um die Frage ganz einfach zu beantworten, guckt euch gerne unser Musikvideo an auf YouTube und da sieht man eigentlich ziemlich gut, wer was singt. Und auch wer gefoltert wird. Und der nackig. Hesse ist immer. Wann machen die Elevator Boys ein Album, ist die nächste Frage. Schön, dass das gegoogelt wird, oder? Ja, krass. Dazu kann man sagen, jetzt Runaway kam ja vor 6 Monaten raus. Die Abstände werden jetzt immer wieder kürzer. Heißt, es kommt bald was Neues auf euch zu. Neue Musik, neue Songs. Ich will noch nicht zu viel spoilern, aber es kommt vielleicht ein verkürztes Album, eine kleine EP dieses Jahr noch raus. Und stay tuned. Stay tuned. Im Frühsommer kommt eine EP. Das Mikro so weg. Und der nächste Song heißt Jam FM. Welche Instrumente spielen die Elevator Boys? Arschgeige. Die besonders gut. Der Julian hat 8 Jahre Piano gespielt und macht gerade sein Revival. Luis lernt gerade Gitarre. Ich habe auch mal Schlagzeug gespielt. Jetzt hat auch noch jemand Schlagzeug gespielt. Ich habe auch Schlagzeug gespielt. Gitarre läuft sogar tatsächlich gerade ganz gut. Also mittlerweile bin ich an dem Punkt, so, wenn du mir einen Song sagst und gibst mir ein paar Minuten, dann kann ich den ein paar Minuten spielen. In so einer gewissen Art und Weise. Das heißt, ihr wart eher die Sänger, gell, früher? Background Dancer. Mhm. Du? Arschgeige. Die Flöte unterm Weihnachtsbaum. Flöte. Okay, nächste Frage. Wie groß sind die Elevator Boys? Kein Kommentar. Nein, ich bin 1,74. 1,82. 1,81. 1,83. 1,86. Ich wollte eigentlich einen Joke draus machen, aber ich konnte sicher. Ich bin eigentlich 1,90, ja. Welche Sprachen sprechen die Elevator Boys? Sie sprechen alle Deutsch. Schon mal? Deutsch. Hochdeutsch. Was nicht viele wissen übrigens. Wir sprechen Deutsch. Ja, stimmt. Das wissen gar nicht viele. Wir wurden vor ein paar Tagen erst noch in Berlin so angesprochen von Leuten, die uns auf Fotos gefragt haben. Und dann haben die uns auf Englisch gefragt. Und danach reden die so untereinander auf Deutsch. So, ey, habt ihr mal ein Handy? Ich brauche so kurz ein Foto. Weil wir können auch Deutsch. Also, das passiert wirklich oft. Ja. Das passiert voll oft. Das passiert wirklich oft. Wir können natürlich Englisch. Natürlich können wir alle Englisch. Wir können vor allem auch britisches Englisch. Genau, britisches Englisch. My day's been good. We're here at Jam FM and we're having a little interview and we're playing, what is it called again? Questions people want to know, or like stuff people want to know on Google. So that's my best impression of a British accent. Okay. Wir können aber auch noch Spanisch. Sí, claro que sí. Vivió en Barcelona para 3 meses y estudió español en la escuela, pero me falta el vocabulario. Je parle français un peu, mais mon français est très mauvais. Ciao, mi chiamo Julian. Come stai? Ah ja, Türkisch. Ich habe Latein-Abi gemacht, da kannst du nichts sprechen. Also, ich spreche nur ein paar Wörter Türkisch, weil ich bin halb Türke. Aber Türkçe bilmiyorum. Das heißt, ich spreche kein Türkisch. Das war's auch schon. Ja. Cool. Dann vielen Dank. Jam FM.